Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 134. Wie immer jede Woche, Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und zeige euch, was ich in der letzten Woche alles Schönes gemacht habe. Das ist mal mehr, mal weniger. Derzeit muss ich sehr, sehr viel, darf ich sehr, sehr viel mit Landschaftsbau verbringen. Und was ich da Schönes gemacht habe, das möchte ich dir natürlich jetzt hier alles zeigen. Anfang tue ich natürlich mit den Bildern hier im Hintergrund. Grund, wo ich jetzt hier zum Beispiel den Deckel abnehme, das hatte ich euch ja am letzten Mal oder vorletzten Mal schon gezeigt. Da habe ich jetzt hinten auf der Ecke, wie man schön sehen kann, so einen Steinhaufen aufgestapelt und angeklebt. Gemacht habe ich das natürlich alles wieder mit Weißleim. Das ist für mich wirklich das Mittel der ersten Wahl. Das hatte ich halt, glaube ich, neulich schon mal reingeschrieben und hat auch viele schöne Antworten drauf bekommen. Mit Heißleim, wer die Idee haben sollte, der sowas nachbauen möchte, hat keinen Sinn. Das klebt nicht, das funktioniert einfach nicht. Das hält zwar in dem Moment, das bleibt alles schön drauf, aber sobald da ein bisschen Vibration mal reinkommt in das Ganze mit den Steinen, dann löst sich der Heißleim von den Steinen sehr, sehr schnell. Dadurch, dass da immer irgendwie eine kleine Staubschicht noch drauf ist, selbst wenn die abgewaschen wurden, da ist immer was drauf, das löst sich, das fällt alles ab, das bringt es nicht. Und der Weißleim, der verbindet sich ganz, ganz wunderbar mit den Steinen und das funktioniert und das klebt und fällt nicht mehr ab. Apropos Weißleim, wir sehen es ja hier im Hintergrund schon, was ich mache. Ich mache jetzt auf meine Hartschaumplatten, mache ich jetzt überall diese Gage oben drauf. Das ist ganz normale Fliegengage. Ich wollte ursprünglich mit Aluminiumgage arbeiten. Sowas habe ich hier da, das habe ich in schmalen Streifchen da, das habe ich in groß da, das habe ich in klein da. Habe mich aber entschieden, das Ganze mit dieser Fliegengage für Fenster zu machen. Das ist so ein bisschen, ja, ihr kennt das wahrscheinlich alle selber. Das ist so ein bisschen stabiler, das Material. Das ist, da gibt es ja ganz, ganz dünne, so aus wie Stoff oder sowas. Das ist Mist, das zerreißt ja schon kaum, dass du es angeguckt hast. Während dieses Material, man sieht es ja im Hintergrund, das ist dieses, was man eigentlich standardmäßig überall zu kaufen kriegt. Und das macht dich recht gut, weil gerade für das, was ich jetzt hier vorhabe, ich nehme ja immer diesen Deckel ab, den ich hier unten liegen habe. Entschuldigung. Ich nehme ja diesen Deckel immer wieder ab und dann kann es passieren, dass an den Kanten, gerade vorne hier, wo ich jetzt hier das Ganze verklebe, gerade dort vorne, dort kann es natürlich passieren, dass das Hartschaum, das ist zwar ein ziemlich, wie soll ich denn sagen, nicht wie Gummi das Zeug, man kann es schlecht brechen. Ne? Das habe ich also aus, habe ich gerade was hier? Ne, ich habe nichts hier. Das dauert, das kann man richtig biegen und irgendwann macht das mal knack. Die meisten kennen das gleiche Zeug, was ich verwende. Aber da gibt es auch Unterschiede. Ich habe hier noch andere Platten liegen in rosa und in grau und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich mich für das Grüne entschieden, weil das war wirklich das vom Material das Beste für mich. Und wir sehen auf jeden Fall, was ich jetzt mache, ist die Kante, die vorne praktisch über die Arkaden rüberhängt. Und die wird komplett eingehüllt mit dieser Fliegengage. Ich hatte ja an der einen Stelle, wer sich erinnert, da vorne links, man sieht da, wo ich gerade teste, da war, habe ich ja so ein bisschen, genau dort, zu viel abgeschnitten. Und da war wie ein Loch schon fast drin in dem Ganzen. Und das kann ich natürlich so nicht lassen. Ich wollte aber auch nicht mehr Material auftragen, indem ich wieder was an diesem Hartschaum da auftrage und wie auch immer. Jetzt mache ich hier noch eine zweite Lage oben drüber, um das so ein bisschen zu stabilisieren noch mehr. Und wie gesagt, ich kann das jetzt richtig schön wie biegen. Aber es bricht halt nicht. Das ist so ein bisschen wie bei GFK, wie man das so macht, ja, wo man auch so Gewebe einarbeiten, dann immer diesen Glasfaser überträgt und so in der Art ist das. Und durch die vielen Schichten Leim, die ich drauf mache, ich habe hier bestimmt, zeige ich natürlich hier nicht alles, 8-9 Lagen Weißleim oben drauf und immer wieder trocknen lassen. Und das ist natürlich so eine Sache, die hält auf. Wenn ich jetzt hier was bastle, wenn ich was mache, dann ist das natürlich, dann stelle ich es wieder hin, dann muss ich einen Ventilator vorstellen, damit das ein bisschen antrocknen kann, dann kann ich weitermachen und da gehen Stunden über Stunden und man schafft natürlich optisch gesehen sehr, sehr wenig. Ist aber ein Part bei der Eisenbahn, der mir sehr wichtig ist. Leider kommt es bei vielen immer ein bisschen zu kurz. Damit meine ich jetzt keine speziellen Sachen, die ich mir so anschaue, aber ich beobachte das immer wieder, dass viele den Landschaftsbau
nicht ganz so als wichtig. Ich will mich hier nicht reinreiten, was ich gerade erzähle. Aber ich beobachte das immer mal wieder, wo ich sage, Mensch, da hätte man doch noch ein bisschen was machen können, ein bisschen mehr machen können. Aber um das jetzt mal zu entkräften, was ich gerade gesagt habe, nicht, dass ich mich hier selber reinreite gerade, 95% derer, die ich angucke, ist das top, was ich sehe. Aber ich beobachte es halt bei manchen Aufnahmen, bei manchen Leuten sehe ich das halt immer, wenn ich gucke sehr, sehr viel Modellbahnkanäle, macht ihr ja wahrscheinlich auch alles. Ist ja recht interessant, was die anderen alle so machen. Und man kann ja doch viele, viele Sachen auch mit den Augen mitnehmen und kann sagen, Mensch, guck mal, das hast du doch gar nicht gewusst, daran hast du gar nicht gedacht und so weiter und so fort. Jetzt mal ganz kurz weg von dem ganzen Quatsch, den ich jetzt hier angefangen habe. Was ich jetzt mache, ist die Grundplatte. Die bräuchte das zwar nicht, aber ich mache das hier hinten generell. Es ist ja ein relativ kleiner Bereich. Da kommt ja überall nachher noch Spachtelmasse oben drauf und das muss natürlich gut haften. Und da habe ich es dann so gemacht vom Auftragen her so, dass die Gage auch auf der unteren Platte ganz leicht wellig liegt, so dass ich die Spachtelmasse gut festkrallen kann. Weil wenn ich das immer wieder abnehme, ihr seht es ja jetzt hier, ich habe die rechte Wand rausgenommen, ich habe das oben rausgenommen, ich nehme jetzt die untere Wand da raus und ich möchte es natürlich nicht allzu oft aufmachen, aber trotzdem mache ich es auf und dann habe ich natürlich immer irgendwo vielleicht Schaden, was mir mal was abbricht, dass mal was kaputt geht. Und deswegen kommt die Gage hier auf diese Seitenteile komplett drauf. Ich bin gerade auf der Anlage auf der anderen Seite zugange. Da werde ich das nicht überall machen, weil da ist es vielleicht nicht erforderlich. Da mache ich es also nur dort, wo es wirklich gebraucht wird. Also ich mache mir jetzt hier nicht sinnlos mehr Arbeit, als es sein muss. Und ihr seht, ich habe das ja vorher hier angezeichnet, damit ich weiß, wo die Wand steht, die von oben runterkommt. Weil ich möchte jetzt nicht Gage auf Gage stehen haben. Das ist, weiß ich nicht. Das ist nicht so schön. Das löst sich schlecht, weil es krallt sich ja vielleicht doch ein bisschen ineinander. Und ich muss ja die Seitenwände, die muss ich ja rausnehmen können, relativ leicht. Und was ich jetzt hier so alles geschnitzt habe und gemacht habe in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, das wird natürlich mit der Gage wieder abgedeckt. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, dass das Ganze ist ja nicht das Gelände, wie es ursprünglich werden soll oder eigentlich werden soll, sondern es ist lediglich die Grundform. Der Rest wird natürlich dann alles noch, da kann passieren, dass da mal nach 2-3 Zentimeter irgendwo aufgetragen werden. Das ist aber alles erstmal Zukunftsmusik. Ich will erstmal nur, dass die Grundlandschaft irgendwo geschaffen wird, wo ich dann darauf aufbauen kann. Viele machen das ja anders, wenn ich das schon richtig gesehen habe. Auch tolle Möglichkeiten. Und ich habe mich halt für die entschieden, da ich das Ganze eben modular ständig abnehmen will und auch muss, damit ich irgendwo zur Rande komme. Und ihr seht, ich muss hier ständig mit meinen Pieksern da alles schön fixieren, damit das so hält, wie ich das will. Da, wo vielleicht eine kleine Welle drin sein soll, muss das eben auch der Fall sein. Die Seiten müssen wieder schön straff gezogen werden. Gerade hier die Unterkante, die wir da sehen, das musste ich schön straff ziehen. Und ja, damit das eben auch, wenn ich es reinschiebe, nicht irgendwo hängen bleibt und irgendwas anderes abreißt, sondern eben wirklich schön smart, wie man so schön sagt, sagt man das, ja, oder soft oder wie auch immer, da reingeschoben werden kann und auch dann schön hält. Und hier die rechte Seite zum Beispiel, da wo das da so ein bisschen ausgebrannt ist, da ist ja ein Stein, der steht ja bei mir an der Stelle so senkrecht drinne. Und das musste ich natürlich immer wieder mit diesem heißen Stift von dem Set, was ich da habe, muss ich das immer wieder so einformen, bis das passte. Und das habe ich natürlich dann hier so richtig schön, da guckt man die vielen Nadeln da rechts. Das musste ich machen, damit das wirklich genau die Form annimmt, die ich eigentlich mir ausgebrannt hatte. Ich kann ja jetzt nicht wieder alles ausbrennen, dann ist ja die Gage wieder kaputt. Das bringt's ja nicht. Aber dann habe ich eben tausende von diesen Nadeln da reingepiekt und dann hält das Ganze. Und es wird natürlich auch dann entsprechend gut. Das ist jetzt die Bahndammseite. Das heißt, die Seite, die nach vorne geht, die wird natürlich bis unten drunter gezogen. Also dort, wo schon gar nichts mehr stören kann. Und auch schön straff gemacht, weil die Seite, die ist sowieso glatt und da passt das irgendwo. Hier sehen wir nochmal jetzt, was ich zeige euch nicht mehr im Detail, die Seitenwand, die habe ich ähnlich gebaut. Muss ich euch ja nicht alles nacheinander zeigen, aber dieses kleine Stückchen, was ich da hinten mache, das war mir relativ wichtig, weil von der Seite aus schiebe ich ja die Platte irgendwo rein. Das musste ich also so machen, weil ich konnte es nicht anders lösen, ansonsten hätte ich beim Rausziehen immer irgendwas kaputt gemacht davon. Und damit das eben auch dieses kleine Äppchen da, was da ist, hält, habe ich da natürlich auch meine Gage drum gemacht. Und ich sag mal so, hier lieber
ein bisschen mehr gemacht, ein bisschen länger dran gearbeitet, ein bisschen länger alles trocknen lassen, dann hat man auch was davon. Ich mache es immer mit dem Ventilator, also ich habe mir da oben diesen mit den, das ist kein Kamerastativ da oben, das ist also tatsächlich der Ventilator, ihr habt ihn ja vorhin vielleicht auch gesehen. Und ja, entsprechend kann ich das immer schön antrocknen lassen. Und wenn das angetrocknet ist, hier ist er, den kann ich mir wunderbar überall hin platzieren, wie ich das brauche. Und dann kann ich den alles ablüften lassen. Und hier sehen wir jetzt nochmal den Überblick zum Schluss, dass ich das gemacht habe. Hier vorne das Portal, der Portalbereich bleibt noch frei. Da kommt ja, wie gesagt, noch ein Portal hin. Ein Portal kommt da noch hin. Und da muss ich bloß sehen, wie ich es baue. Ob ich es schräg mache, ob ich es gerade mache, wie ich es oben gestalten werde und so weiter und so fort. Und ja, hier sehen wir auch den Übergang nochmal von. Das ist alles jetzt wirklich richtig stabil geworden. Der Heißleim, den wir da ein Stückchen drunter sehen, damit habe ich nur Lücken verschlossen, die hinter den Steinen nach dem Ankleben sich gebildet haben. Das kannst du jetzt nicht da mit Weißleim alles auffüllen. Das funktioniert nicht. Hier oben die Steinkante sehen wir schön. Das ist praktisch auch zum Kaschieren, weil da die beiden Ebenen zusammengesteckt werden, damit es eben schön, damit ich nicht so einen Ritz oben drin habe. Das will ich nicht. Und es soll ja auch von der Landschaft ein bisschen ineinander übergehen. Und deswegen habe ich dann da oben die Steine hingebracht und ich finde auch, dass es nett aussieht. Rechts, wo die Häuschen stehen, da hinten, da kommt natürlich noch Landschaft hin. Das geht auch noch weiter nach oben, so ein bisschen hügelig. Hier vorne bleibt es glatt, so dass da, wo die Züge links und rechts verschwinden, das wird natürlich dann auch mit zugemacht und dass das Ganze in der Landschaft dann irgendwo abtauchen wird. Okay, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für die Woche. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Freitag 16 Uhr bin ich wieder für euch da. Und dann verabschiede ich mich. Macht schön gut bis dahin. Alles Gute, euer Uli. Tschüss.